Hallo, schön, dass du reinschaust. Worum geht's heute? Heute möchte ich dir zwei Personen der jüngeren und nicht ganz so jungen deutschen Geschichte vorstellen. Nun jedoch zu unseren Personen. Hier haben wir Johannes Gutenberg und dort haben wir Karl Theodor von und zu Gutenberg. Was haben die beiden nun gemeinsam und wo liegt der Unterschied zwischen den beiden? Böse gesagt könnten wir sagen, beide haben viel mit Büchern zu tun oder dem Schreiben von Büchern als solches. Johannes Gutenberg erfand etwa 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern und wird dafür gefeiert. Und Karl Theodor von und zu Gutenberg erfand die Kopie und wurde dafür gefeuert. Natürlich erfand er nicht die Kopie. Was er jedoch, ob bewusst oder unbewusst, erfahren musste, ist, dass eine unsauber verfasste Doktorarbeit durchaus auch zur Aberkennung des Doktortitels führen kann. Dies geschah 2011 und kurz darauf legte er sein Amt als Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland nieder. Zitieren und Bibliografieren ist in einer wissenschaftlichen Arbeit extrem wichtig. Die Basics seht ihr jetzt hier in diesem Video. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Zitat, Quellenangabe und/oder Literaturverzeichnis? Ein Zitat ist erst einmal eine wörtliche und inhaltlich übernommene Stelle aus einem Text oder der Hinweis auf eine bestimmte Textstelle. Ihr lest also ein Buch, nehmt einen Abschnitt daraus, das ist ein Zitat. Eine Quellenangabe nun ist in einer Veröffentlichung der Verweis auf eine Informationsquelle, auf die zurückgegriffen wurde. Das heißt, in dem Moment, in dem ihr angebt, woher euer Zitat kommt, habt ihr eine Quellenangabe. Und letztendlich das Literaturverzeichnis. Das Literaturverzeichnis ist eine unselbstständige Zusammenstellung von Literaturhinweisen in systematischer Form und damit eine spezielle Bibliografie. Konkret bedeutet das für euch: Das Literaturverzeichnis enthält all die Literatur, die in eurer W-Seminararbeit aufgenommen wurde. Warum das Ganze? Im Vordergrund steht die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit der eigenen Arbeit, eurer Arbeit. Und dementsprechend natürlich auch die Würdigung der Leistung anderer. Stellen wir uns vor, es gäbe keine Literaturverzeichnisse, keine Quellenangabe und keine Zitate. Wer hat denn das geschrieben? Gebt ihr eure eigenen Gedanken wieder oder habt ihr euch bei jemand anderem bedient? Deshalb ist ein Zitat und Literaturverzeichnis von enormer Bedeutung. Wie funktioniert nun das Ganze? Bitte klickt auf einen der unten stehenden Links entsprechend eurer Fachrichtung. Generell gibt es Unterschiede in den verschiedenen Fachbereichen, ebenso wie in den unterschiedlichen Fa oder innerhalb der unterschiedlichen Fachbereiche. Geht's denn auch einfacher? Natürlich. Hier steht wie. Grundsätzlich gilt, wie schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Zitierweisen. Es gibt für fast jeden Fachbereich ein eigenes Schema, und das in der Universität verfolgt werden muss. In der Schule ist es meist nicht so schlimm, weniger rigide vorgegeben, aber bitte sprich mit deinem Kursleiter darüber, wie du die Texte zitieren sollst. Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, ein Tool zur Literaturverwaltung zu nutzen. Beispiele hierfür sind online citavi.com,
Oder aber auch die integrierten Funktionen von Textverarbeitungsprogrammen.